Und ein Moinsen zu einem weiteren Video hier schön aus dem Keller. Mal gucken, wie viele von hier noch kommen werden. Und was mir jetzt mal eingefallen ist, weil ich hier natürlich ein bisschen, ne, man mistet ein bisschen aus und so weiter und dann findet man ein paar Sachen. Und ich habe oben, ich habe ja früher, spiele aktuell auf der PS4, habe aber früher auf dem PC gezockt und auch schon, ne, sind ältere Teile. Und bin hier auf ein paar Teile gekommen, die ich jetzt hier quasi vor Ort hätte, mit denen ich, ne, beispielsweise was aufnehmen könnte, irgendwelche Retro-Karriere-Modis oder so, oder halt durch das Spiel mal zeigen kann. Das betrifft FIFA 07, 08, FIFA 10, 12, 13, 14. Ne, dann gibt es eine riesen Lücke, weil das ist alles entweder PS3, die ich nicht mehr habe, sondern nur die Spiele, oder halt PS4. Aber ne, die PS4 ist zwar hier, aber der Rest an Spielen, oder halt die älteren Spiele jetzt 17, 18, 19, liegen halt alle, ne, in Ansbach und nicht hier. Genau, und deswegen habe ich die hier zur Auswahl. Wenn ihr meint, boah, irgendein Kader finde ich geil oder irgendwie so ein Retro-Aspekt. Ich meine, wir fangen bei FIFA 07 an. In der Saison sind wir Meister geworden, 06, 07. Kann man auf jeden Fall was machen. Hab da auch schon ein bisschen mal reingeschaut. Zumindest FIFA 07 habe ich schon auf den Laptop bekommen. PC ist ja auch nicht hier. Und da wollte ich so ein bisschen die Kader durchgehen. So ein bisschen nostalgisch oder retromäßig, wie auch immer. Bisschen die VfB-Vergangenheit in den FIFA-Teilen Revue passieren lassen. Und dann schauen wir uns den VfB Stuttgart 2006, 2007 an. Timo Hildebrand, Legende im Tor. Markus Babbel auch. Hatten wir auch danach als Trainer bei uns. FIFA 07 schon ewig her. Fernando Meira, der Captain. Osorio, Manja, Pardo, Christian Gentner noch in jungen Jahren mit 21. Wahnsinn. Birovka, jetzt auch Trainer gewesen oder weiß nicht, ob er noch Trainer ist. Auf jeden Fall war er mal Trainer bei 1860. Marco Streller, Hitzesberger mit 24, der jetzt bei uns, ne, einen hohen Posten hat, sage ich jetzt mal. Roberto Hilbert, von dem ich glaube mein erstes Trikot damals hatte. Das war glaube ich so mein erster richtiger Lieblingsspieler vom VfB, der Roberto Hilbert. Mathieu Delpierre, Kakao, die Legende. Gomez mit 21, gerade so gefühlt als Jugendspieler hochgekommen. Schon krass. Aber während der, wer halt hier im Kader fehlt, ist ein Sami Khedira beispielsweise, der da ja auch aufgeblüht ist als Jugendspieler. Diese Trikots sind auch, Alter, pure Nostalgie, diese Trikots. Dann gehen wir ins quasi, ne, in das Jahr, in dem wir als Meister reingestartet sind. FIFA 08 rein, Hildebrand weg, ich meine nach Valencia, Schäfer, ey, also nach meiner Erinnerung war das ein absoluter Flop. Meira immer noch, Osorio, Delpierre dann auch Stamm, Boca, Hilbert, Hitzesberger mit deutlich besserem Rating. Bastürk war da, glaube ich, auch nicht so stark. Guck mal, Gomez hier mit 88er Potenzial, Manja, Ciprian Marica mit 87 Potenzial, Serdar Tasti mit 89 Potenzial, und Andreas Beck auch, und da kommt er endlich, Sami Khedira. Richtig geil, wer ist denn Manuel Fischer, und warum hat er ein 86er Potenzial? Also den Dude kenne ich gar nicht. Fahne Rüd noch. Krass, krass. Mit dem Kader haben wir Champions League gezockt. Ich glaube, wir kamen nicht weit. Weiß gar nicht, ob wir aus der Gruppenphase rauskamen. Ich meine nicht, aber krass, krass, krass. Das war auf jeden Fall auch ein Kader, mit dem ich echt mal Bock hätte, weil FIFA 07 ist auch geil, aber mir fehlt dieser Khedira, weil Khedira war dann auch neben Hilbert und halt zu jungen Leuten, ne? Wie auch ein Gomez und sowas, ne? Absolute Lieblingsspieler damals. Ich habe es jetzt gerade mal herausgesucht. Wir haben tatsächlich ein Spiel gewonnen zu Hause gegen Glasgow Rangers. Das war es dann aber auch. Verloren bei den Rangers. Gut, gegen Barcelona verloren. Gegen Lyon zu Hause auch verloren. In Lyon verloren. Okay, also da sind wir relativ sang- und klanglos ausgeschieden. Jetzt rein von den Ergebnissen her. Gehen wir FIFA 10. Das ist so das Gefühl zu der Anfang allen Übels. So ab Gefühl 2010. 2011 der Saison, jede Saison eigentlich ein bisschen gestruggelt um den Abstieg, bis auf diese eine, wo wir dann quasi aus Versehen unter Labbadia im Pokalfinale waren, 2013. Und dann halt irgendwann, ne, das Ende gefunden hat, als wir abgestiegen sind. 2016 wieder aufgestiegen, die geile Korkut-Runde, ne, darf man nicht vergessen, Wolf und Korkut-Runde. Und dann abgestiegen, jetzt sind wir wieder hier, zweite Liga. FIFA 10 mit Jens Lehmann im Tor, auch absolut Legendenstatus. Also wir hatten einen fucking Lehmann im Tor stehen, wie geil ist das denn? Mit 39 hat er immer noch ein 87er Potenzial. Das ist nicht vorstellbar in irgendwelchen neuen FIFA-Teilen, dass überhaupt irgendwer gefühlt, der über 30 ist, doch irgendwie eine Form von Potenzial hat. Timo Gebhardt, Khedira da auch am Start. Hitzesberger, Chleb, der kam ja, glaube ich, wieder zurück. Also von Barca, glaube ich, zu uns zurückgeliehen. Kakao, Pavel Pokrepniak, der Gomez-Ersatz, der, so mehr oder minder funktioniert hat. Man hat so ein paar geile Kisten von dem noch im Kopf, aber das, Gomez konnte nicht ersetzen, nach meiner Erinnerung. Kuzmanovic war richtig stark, habe ich auch ein Trikot von. Bularus, Marika immer noch mit einer 85er Bewertung, der war auch nie so krass. Sebastian Rudi, Daniel Didavi, 19 Jahre alt, 73er Rating oder halt 73er Potenzial, 62er Rating. Krass. Gehen wir weiter. So, FIFA 12, das müsste der Kader sein, mit dem wir mit dem Labbadia dann 2013 im Pokalfinale waren. Uh-oh, Retard Alert! Die
Legazi-Trikots, Sven Ulreich in der Bude, Quiz, Belarus, Gentner, man sieht schon, dass das Rating so, ne, so ein bisschen runtergeht, auch die Potenziale ein bisschen runtergehen oder halt nicht mehr die hohen Werte haben. Marc Ziegler, der Niederstrecker noch, Kuzmanovic auch, Ibrahima Traoré, Schieber hat noch Potenzial gehabt. Das war auch die Saison dann mit dem krassen 4-4 in Dortmund, zu wild, da war Schieber richtig krass unterwegs. Und in dem Spiel vor allem Kevin Stöger, den kennt man, Antonio Rüdiger, da ist er, 60er Rating, den kenne ich nicht, Aschauer sagt mir auch nichts. Patrick Bauer sagt mir auch nichts, Breyer auch nicht, Hemmlein sagt mir was, Steffen Lang, keine Ahnung, das sind auch echt immer, ne, so gefühlt, je näher der FIFA-Teil ist, desto mehr gibt es auch halt immer mehr Jugendspieler drin. FIFA 13, immer noch der Ulreich im Tor, der Tarski, ne, man merkt es halt, ne. Ich glaube, Khedira ist auch nach 2010 dann gewechselt zu Real Madrid und ab da, nach den großen Abgängen, Hitzesberger dann, glaube ich, auch Karriere beendet dann auch irgendwo in diesen 2010, 2011er Zeit drumherum. Uh-oh, retard alert! Lehmann auch weg und so, das waren so die Zeiten, ne? Die großen Abgänge, auch Gomez und sowas, die du nicht aufgefangen hast oder nicht ersetzt bekommen hast. Harnik war ganz gut, Maxim, immer Spaß gemacht, dem Jungen zuzugucken, vor allem in seinen ersten Saisons bei uns, hat er immer Bock gehabt. Kakao auch noch am Start, noch so ein bisschen, in den letzten paar Spielen noch geholfen, ich glaube Stammspieler war Kakao dann nicht mehr. Felipe, Didavi da, kam ein bisschen hoch, 23 Jahre alt. Macheda, Federico Macheda, das war ein Riesentalent und kam damals dann zu Man U und dann war er von denen aus zu uns ausgeliehen. Dem ist auch nie so wirklich geworden, wahrscheinlich kennt gefühlt keine Sau mehr Macheda. Ich glaube, da hat bei uns auch kein einziges Tor geschossen. Röcker kennt man noch, Johan Odell, Benjamina zum Beispiel, sagt mir nichts. So, auf FIFA 14, da muss jetzt eigentlich gefühlt jeder einem irgendwie was sagen. Wird langsam relativ nah. Ben Ulreich, ne? Antonio Rüdiger, 14, 15, war diese Saison, wo wir uns gerade noch so unterm Stevens in Paderborn im letzten Spiel gerettet haben. Und dann die Saison drauf war es dann soweit. Uh-oh, retard alert! Rüdiger, hinten drin mit gutem Potenzial. Crueso fand ich immer cool. Crueso fand ich immer cool, aber hat halt bei uns auch nicht wirklich Stamm gespielt. Ibisevic, Traoré, Buka, da Timo Werner, die Saison, wo er quasi rauskam bei uns. Natürlich fettes Potenzial. Abdelaue, der hat bei uns auch alles andere als eingeschlagen. Leitner auch nicht. Also ich muss zugeben, ich habe gerade ein bisschen gegoogelt, weil die sagen mir alle was, aber ich wollte wissen, wo die jetzt alle genau sind. Marco Rojas, der neuseeländische neue Messi, hat auch nicht funktioniert so wirklich, ne? Eigentlich nicht. Patrick Funk, bei Fürth auch gekickt, weiß nicht, ob er da immer noch kickt. Hier Kevin Müller, das hat ihn hier nicht im Kopf und das ist wirklich der Kevin Müller, der jetzt bei Heidenheim kickt im Tor. Rani Khedira kickt er bei Augsburg. Der Flachodimos hat ja eine richtig krasse Wandlung gemacht, der ist ja irgendwo in Griechenland hin und her und jetzt kickt er bei Benfica, glaube ich, Stamm. Was erstmal das kriegt, dass der zu den Bayern wechseln könnte, ne? So noch vor diesen Nübelgerüchten. Ja, jetzt hier muss ich sagen, habe ich keine Ahnung. Leibold, ne? Wäre auch fast bei uns gelandet. Hieß ja im Sommer, der kommt zu uns, wenn wir die Liga halten. Der ist ja jetzt beim HSV dann. Berko kennt man auch, Mwene auch. Ich glaube, die waren beide mal zumindest bei Lautern. Ich weiß nicht, ob noch irgendwer von den beiden dort ist, aber ich glaube, die waren beide mal bei Lautern. Und jetzt machen wir, wie gesagt, ne, machen wir den großen Sprung zu FIFA 20. Mit unserem aktuellen Kader kann man da auch mal gucken, was die so für Potenziale haben. Weil FIFA 20 habe ich auch hier auf der PS4, kann man auch einen Karrieremodus starten. Wie auch immer, ne? Lasst mich wissen in den Kommentaren. Kobel hat ein ganz gescheites Potenzial. Philips, gut, der ist aber eh nur clean. Stenzel auch nur geliehen. Mangala hat ein gutes Potenzial eigentlich. Massimo auch in Ordnung. Für das, dass er mit dem 65er Rating startet. Silas auch. Gut, die alten Herren haben nicht mehr so viel Potenzial. Gonzalez ist auch gut. Kulinov sogar eine 81, auch nicht schlecht. Koulibaly, Eklow sogar mit einem 78er Potenzial. Ist ja auch nicht so verkehrt, ne? Wir starten in der zweiten Liga. Sosa noch mit 79er Potenzial. Kempf kann noch auf eine 80 hoch, okay. Kalajdzic auch ein 78er Potenzial. Mola, gutes Potenzial. Also eigentlich, ne? Gibt schon so ein paar, die ganz gut da rausgehen. Auch mit, weißt du, mit so einem Gonzalez und mit Silas, wenn man die hochtrainiert. So auch Mangala, dann kannst du wieder locker noch auch ein, zwei Bundesliga-Saisons spielen, jetzt mal auf einen möglichen Karrieremodus geblickt. Und dann würde ich sagen, war es mit diesem Video. Lasst mich wissen, ob ihr irgendwelche Stories oder Erinnerungen an irgendwelche Spieler habt hier, die ich gerade hier mal, oder an denen ich vielleicht sogar vorbeigescrollt habe, oder die ich hier gerade genannt habe, aus den älteren Teilen. Und wie gesagt, ob ihr irgendwas in die Richtung Karrieremodus sehen wollt, ob es jetzt im aktuellen FIFA-Teil ist oder einfach allgemein. Mal irgendeinen alten FIFA-Teil anzocken. Ich habe auch noch die WM 2006 auch noch vorhanden für PC und also gab es ja auch, da gibt es glaube ich immer noch. Ne, ich glaube FIFA 18 gab es das nicht, gab es immer noch früher eigene FIFA-Spiele nochmal dazu, quasi nur Nationalmannschaft und WM-Modus und so weiter. Und die EM 2008 habe ich da auch noch im Angebot, falls ihr da Nationalmannschaften sehen wollt, aber ich dachte, ne, bleiben wir mal hier beim Thema, bleiben wir mal beim VfB. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare. Hab's jetzt auch schon im letzten Video gesagt, meine Abi-Reaktion. Lasst mal die Prozentzahl von diesen Nutzern ohne Abo ein bisschen runterholen. Drückt auf Abonnieren und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. And it goes.